Hallöchen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge H1Z1. Wir wollen gleich Richtung Stadt und da kommt schon wieder ein böser Zombie, der uns hier besuchen will. Ich werde das aber nicht zulassen und ihn abschießen. So, da hinten läuft gerade noch irgendein Fremder rum. Und der soll uns aber jetzt nicht stören, denn wir werden gleich in die große Stadt gehen. Irgendwo nach da hinten, hat er gesagt. Ich weiß zwar nicht, wo da hinten noch was ist, Richtung Norden. Genau, er wird uns führen und wir werden ein bisschen was erleben. Wir werden ein bisschen Zeug mitnehmen, damit wir auch genug Essen und Trinken haben und sowas alles. Und wow, hier ist schon mal Dirty Water, das ist schon mal gut. Dann mache ich daraus mal normales Wasser. Ich kann mit meiner Waffe nicht ziehen. Ja, du musst die einmal wechseln, Nahkampfwaffe und dann wieder Fernkampf. Habe ich vorhin auch gemacht, hat funktioniert. Ja, bei mir funktioniert es nicht. Es muss funktionieren, hat bei mir auch geklappt. Jetzt funktioniert's. Schießen muss man einmal. Oder schießen muss man einmal, genau. Ach, dauert aber ganz schön lange, ey. Muss ich den Grill eigentlich auch anmachen oder geht das automatisch? Nein, du brauchst Kohle oder Holz für den Griller. Okay. Woher kriege ich denn jetzt die Kohle? Habt ihr noch Kohle irgendwo? Ja, ich habe eine. Warte kurz. Dann pack mal rein da. Pack es rein! Wieder Dingen! Ja, ich will die Tür zumachen. Was? Ah. Backt rum. Ah, du backst dich selber raus. Verdammt. Ja genau, du musst es so... Lol, ist das ein Fremder? Ne, das ist einer von uns. Das ist einer von uns. Ich hab immer Schiss, dass jemand anderes reinkommt. Hallo, Fremde. Hallo. Ah, da ist ja die Dame wieder. Von, die kennen wir ja schon. Schön, ich hallo, schönen guten Tag. Besser? Jetzt höre ich dich besser. Ja, jetzt höre ich besser. Genau, hi. Hi. Ich bin immer meine Wasserflaschen am Auffüllen. So. Aber das Wasser trinkst du nicht, ne? Nein, ich füll's nur auf. Feuer brennt. Leute, jetzt höre ich euch nicht doppelt, das ist natürlich super. Danke, Leute. Feuer brennt, gell? Zum Abkochen. Oh, danke schön, ja. Es ist schon drin, das was abkochen soll. Danke. Bitte, bitte. Hast du was zu essen? Alles gut bei dir? Brauchst du irgendwas? Hast du was zu essen? Ich alles auf der Wein in Ordnung. Brauchst du vielleicht eine Waffe? Eine Waffe? Im Moment habe ich gar keine Waffe, wie nur meine Axt und einen Bogen. Ja, warte mal. Ich gebe dir mal eine Pistole. Wir haben vorhin eine Pistole gefunden. Da kannst du zumindest, wenn du umzingelt bist, dich ganz gut wehren. Also, alles klar. So, wenn du eine Pistole hast, warte mal, dann kriegst du von mir noch ein bisschen Munition dazu. Müsstest du jetzt, genau, es liegt vor deinen Füßen eine Waffe und 5 Patronen. Also für den Notfall, ne? Wenn du umzingelt bist, dann direkt Headshot geben. Alles klar. Die beste Strategie. Komm mal bitte kurz mit, dann zeige ich dir, wo du eventuell noch Patronen. Die Waffe liegt übrigens noch da unten. Die Waffe liegt immer noch da unten. Ich kann die irgendwie nicht aufnehmen. Musst du eine von deinen anderen Waffen fallen lassen. Genau, du musst du kannst deine Taschenlampe oder irgendwas wegwerfen, je nachdem, was du da noch hast, was du nicht brauchst. Und dafür dann, genau. Ah, jetzt hat es geklappt, wunderbar. Dann folge mir mal bitte, ja? Jo, einen Moment. Sag mal, Wonny, spielst du jetzt alleine oder in der Gruppe? Ich bin jetzt hier im Moment alleine, aber wir sind in der Gruppe. Der Fettarm, den kennt ihr doch. Ja, ach, du spielst ja, bei dem mit? Ja. Okay. Ja, genau. Ah, okay, ja, den kennen wir schon. Dann zeige ich dir, wo du einen Rucksack finden kannst und wo du Waffen finden kannst. Komm mit. Also Rucksäcke sind da draußen noch ganz viele. Da hinten in den Fahrzeugen habe ich gerade bestimmt 5 oder 6 Stück gefunden. So mag ich das doch. Ich glaube, wir werden hier bald ein Flüchtlingslager errichten, wa? Aber es ist nicht schlecht, wenn man weiß, dass weiter südlich eine freundliche Gruppe ist. Das ist richtig. Was ich hier ein bisschen schade finde, ist, dass es keine Möglichkeit gibt, doch irgendwie Leute, zumindest dass die in bestimmten Bereichen nicht betreten können. Weil das... Hey, lass mich das. Ich will das auseinandernehmen. Ich schlachte es. Ach, da ist. Okay,
Was hast du gekriegt? Zweimal Fleisch. Fettleber. Zweimal Fleisch? Ja. Kein Fett, keine Leber. Nö. Hm. Leider nicht. Okay. Spaß mit dir, ne? Leider. So, wir können los Richtung Norden, sagst du. Ja, Richtung Norden. Okay. Dankeschön, Junge. Kein Problem, kein Problem. Schau nur kurz, wo der eine Spieler hingelaufen ist. Da ich komm trotzdem nochmal mit, ich hab noch mein Wasser auf. Du musst das mit der unheimlichen. Ja, ist okay. Spreche. Alles gut. So, ich folge dir einfach mal, ne? In die Prärie. Wo bist du jetzt? Da hinten. Ich nehm, glaube ich, vielleicht nochmal ein paar Beeren mit. Ja, ich bin da, alles gut. Wir können. Okay. Auf geht die Post. Aber der muss auch die Zeit stoppen. Rechne ich einfach 5 Minuten drauf, weil länger als 5 Minuten habe ich jetzt noch nicht aufgenommen. Nehmen wir noch mal ein paar Beeren mit. Beeren, 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 Beeren. Oh, geht nicht. Lol. Ich drück die falsche Taste, oder? Nee. Norden wäre jetzt hier, ne? Ich kann die nicht aufnehmen irgendwie. Wenn ich die E drücke, passiert nichts. Ja, dann sind die Buggy. Lol. Vielleicht ist der Server auch gerade irgendwie ein bisschen am Arsch. Ja, dann würde aber gar nichts funktionieren, oder? Ah, komisch, ne? Dass ich die Beere nicht nehmen konnte. Willst du den echt töten? Brauchen wir's? Glaube ich nicht. Hier gibt so viele Tiere, wenn wir das wirklich brauchen, dann gehen wir nur dafür mal raus. Lass mal hier lieber das Haus durchsuchen oder die Häuser. Oh, die Sonne geht, glaube ich, auf. Kann das sein? Oder geht sie unter? Ich denke, die geht unter. Okay. So, ich nehme das. Das ist auf jeden Fall ein riesiges Gebiet hier. Also richtig viele Häuser hier. Gut, ich nehme den ersten Stock. Ich bin auf gegenüberliegende Seite, erste Stock. Die Dame hat ja bestimmt schon alles durchsucht. Die kommt ja von hier. Dann sollten wir in die Stadt gehen. Würde ich sagen, dann lass uns in die Stadt gehen. Ich glaube, hier gibt es eh nicht so viel. Als das heißt, also Wohnung ist leer. Ja, bei mir ist auch meine leer, deswegen. Im Auto ist noch was drin. Ich glaube, da können wir noch wenigstens Zeug finden, Materialien. Aber da hast Bären. Oh, und hier, schau mal. Da kannst du Damen ansetzen, wenn du magst. Da kannst Pflanzen anbauen. Ah! Gemüse. Direkt im Asphalt, ist auch sehr realistisch. So. Ja, wirklich. Ich kann irgendwie keine Beeren mehr pflücken, was ist da los? Hm. Die Beeren sind nicht pflückbar. Ich kann auch keine anderen Sachen mehr nehmen, aus irgendwelchen Gründen. Sind deine Taschen voll? Guck mal nach. Nein, da ist nicht viel Platz. Beeren habe ich aber auch nicht nehmen können. Nein, irgendwas stimmt doch gerade hier nicht. Ich kann Beeren nehmen. Oh ja, jetzt ist geil. Na gut, du bist eh unser Nahrungsmittelhändler. Ja, also genau, dann kümmer du dich um die Nahrungsmittel. Du bist eh dafür zuständig. Ich wäre ja später gestern, Leute, das red ich jetzt. Ich würde ja sehr gerne irgendwie sowas wie Medic spielen oder so. Oder Schütze, wäre ich auch sehr gerne. Die haben sich auch welche verbarrikadiert. Leere Wasserflasche. Ja, ich glaube, wir sollten vielleicht wirklich zur Stadt gehen, weil ich glaube, hier ist es echt. Gehen wir in die Stadt. Nicht wirklich viel. Was machst du da oben, Leute? Hä? Verstehe nur nicht, warum ich jetzt plötzlich nichts mehr aufnehmen kann. LOL! Ist hier gerade ein Baum gewachsen? Oder war der schon immer hier? What the fuck? War der schon mal hier? Ist er weg. LOL! Baum fällt! Wow! Der ist wirklich gefallen. Yep. So, ab in die Stadt. Ja. Und für die keine Map haben, so am zweiten Monitor. Wie der Baum einfach im Boden versinkt. Sehr episch. Hast du die gut planked? Oh, da kommt noch jemand. Ich hab die nicht bekommen. Ja, wegen der Karte wäre es gewesen. Hello. Hello. Der rennt einfach weiter. Ja. Was ich noch sagen wollte. Lauf, Forrest. Hey. Lauf, Forrest, lauf. Hans. Für die keine Map haben am zweiten Monitor, gibt es nur so kleine Maps, wie da jetzt gerade am Straßenrand. Ah, okay. Also wir da wollen jetzt nach oben, ist, ja? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Da wo der rote Pfeil ist. Okay. Wir müssen jetzt zu dieser großen Stadt, die da oben ist. Wo steht All Dead? Genau, wo steht All Dead? Okay. Naja, gut. Klingt verlaufen, hä?
Klingt sehr verlockend. Ich denke, da sind bestimmt Zombies. Ich wünsche, wir hätten eine Karre, dann wären wir 30 mal schneller, wa? So müssen wir sehen. Ja, vielleicht finden wir dort eine. Ah, das ist gut, ja. Wäre nicht schlecht. Hattest du eigentlich irgendwelche Sachen fürs Auto mit? Ich habe aber keine Batterie. Die Batterie wäre noch im Lager. Egal, die finden wir dort. Kriegen wir schon irgendwie hin. Findet man eigentlich auch funktionstüchtige Autos direkt schon? Also welche die schon... Okay, schade. Geil wäre es natürlich, wenn es so ein Militärfahrzeug geben würde mit Geschütz oder so. Ja, was ich gelesen habe, wollen sie das nachbringen. Aber es gibt ja dabei nur die Zone 1. Was? Ich weiß nicht... Es gibt im Moment nur Zone 1. Achso, okay. Die wollen ja mehrere Zonen machen, weil die Übergänge zu den anderen Zonen sind ja jetzt noch verbarrikadiert mit Felsen, Holz, was auch immer. Okay. Schauen wir mal, was danach kommt. Na gut, ich guck mal, ob ich hier wenigstens die Beeren nehmen kann. Vielleicht sind die nicht verbuggt. Doch, die sind auch verbuggt. Oder meine E-Taste ist kaputt. Erstmal, ob ich da Holzstöcke sammeln kann. Ja, aber ich kann auch keine Holzstöcke sammeln. Nichts. Komisch. Server wahrscheinlich zu voll, wa? Kann sein. Ja, ein bisschen. Ihr leckt auch so ein bisschen, wenn ihr rennt. Also ihr leckt so vor euch hin. Also. Ja. Ich kann gleich nicht mehr laufen. Warum nicht? Prozente gehen runter. 18% habe ich noch. 18%? Wo geht denn das runter? Drückst du die DAP-Taste, dann siehst du das. Oder drück mal die, warte. Die F-Taste, dann hast du links. Ja, habe ich. Die habe ich schon eingeblendet, die Sachen. Aber bei mir steht Stamina noch voll. Genau, das wird irgendwann weniger. Ah, okay. Naja, schauen wir mal. Ajo. Ich bin ja mal gespannt, was in dieser Stadt auf uns wartet. Also, vor allem diese Atmosphäre ist gerade auch echt extrem geil mit diesem Nebel. Man sieht einfach nichts. Vorschlag zur Güte, ich denke, dass vielleicht nur ein oder zwei looten, nur einer hält immer die Stellung, falls irgendwelche Zombies in die Ecken kommen. Mhm. Ich kann gerne die Stellung halten. Wie viel Schuss habt ihr? Also wie viel Munition? 156. Okay, Schuss. Gut, ich habe weniger. Größte Stadt im Moment ist Pleasant Valley. Ein bisschen weit entfernt. Lol, bei mir fehlen gerade deine Arme. Hier ist noch ein Metall drin, wer nimmt das mit? Ich habe mir jetzt nur einen Hammer rausgeholt. Ja, Metall nehme ich. Ich nehme. Ja, so nimmst du Metall, gut. Bei dir fehlen gerade die Arme, ich sehe dich nicht mehr. Das ist der armlose Bandit, ne? Bei mir ist er einfach weg, ich sehe ihn nicht mehr. Der Arme oder? Ich sehe dich gar nicht mehr. Genau, er ist weg, komplett weg. Ist einfach wo weg. Bist du denn? Otto, da, jetzt kommt er da hinten. Ja, er kommt. Bei mir, ich sehe ihn gar nicht. Bei mir backt er einfach auf der Straße und hat keine Arme mehr. So, weiter geht's, kommt. Ach egal, dann sehe ich ihn halt nicht. Lol. Buggy-Spiel. Ja, komm, das ist Alpha. Ja, so hast du auch wieder recht. Aber ich habe ja vor Dayset gezockt und das ist ja um Längen besser. Ja, das ist ja um Längen besser, okay. Finde ich, das ist mein Geschmack. Ja, habe ich vorher auch schon gesagt. Ja, vor allem, weil man ja auch viel mehr Möglichkeiten hat, finde ich. Ja, allein, dass hier ein Camp bauen kann. Craften, ja, hey. Also, das mit dem Camp finde ich einfach sowas von episch. Ich meine, wenn wir jetzt da unser eigenes Lager, das ist einfach nur wirklich genial. Alter, das Lager hat mal einen ganzen Tag gekostet. Ja, glaube ich. Das Traurige ist, sollte ich sterben, war er öffentlich zugänglich. Solltest du sterben, ist das öffentlich zugänglich? Ja. Lol. Das heißt, du darfst nicht und sterben. Leute, alles, wir dürfen nicht sterben. Alles, was ich erbaut habe und mit dem Code gesperrt habe, wird öffentlich zugänglich, sobald ich sterbe. Lol. Okay. Naja, es gibt ja da leider keinen so einen Group-Me-Invite oder so, dass es dann nur euch gehört. So, ich habe keine Kraft mehr zum Laufen, lootet gehen. Bei mir geht's noch, aber dann gehe ich mal mit euch mit. Bei mir ist er einfach weg. Macht mir irgendwie Angst. Direkt neben dir. Rechts. Ich sehe dich aber nicht. Links.
Rechts. So. Weiter geradeaus oder müssen wir jetzt hier rein? Hier rein, ne? Du bist unsichtbar. Naja, ich kann auf dich schießen jetzt, Max. Nein, geradeaus. Schieß mal auf mich, vielleicht sehe ich dich dann wieder. Und? Ich habe nicht mal einen Schuss gehört, geschweige denn gesehen. Verschieß hey. Doch, mein Freund. Ich sehe dich nicht mal. Bist du hier? Ich sehe dich nicht. Was ist hier los? Warum? Ich glaube, ich mache mal kurz einen Reload. Wartet mal kurz. Bleib mal kurz stehen, ich mache mal kurz einen Reload. Also du darfst nicht sterben, ne? Ich darf nicht sterben, ja. Ja, er darf nicht sterben. Aber warum sehe ich ihn nicht? Das ist irgendwie... Macht mir irgendwie Angst. So, dann hoffen wir mal, dass das jetzt klappt mit dem Relock hier. Oh, jetzt wissen die Leute aber gleich, auf welchem Server ich spiele wahrscheinlich, wenn ich das jetzt zeige. So Leute, dann machen wir mal ganz kurz ein anderes Bild an. So Leute, seht ihr gerade nichts, ihr habt gerade Schwarzbild. Und das heißt, ich zeige jetzt nicht, auf welchem Server ich spiele. Das hast du gerade gefunden, Reparaturkit. Ah, das ist gut. Oh yes. Was ist das? Hast du gefunden oder was? Waffenreparaturkit. Und deswegen ist es wichtig, in den Autos zu gucken. Das stimmt wohl. Kriegst du deine Waffe auf 100% wieder. Jetzt sehe ich euch gar nicht mehr. Ah doch, da. Jetzt hat ihr beide gerade aufgeploppt. So, jetzt kann ich es euch auch wieder für euch sichtbar machen, Leute. Zack, und schon seht ihr wieder was. Ist das nicht geil mit Open Broadcaster? Das ist wie ein Livestream einfach. Einfach nur awesome. Oh, Tier. Tier. Ich kill es mit der Machete. Bleib stehen! Bleib stehen! Ich will dich töten! Verschwende ich die Munition. Kommt. Boah, die Schüsse klingen richtig episch. Ja, du hast die Shotgun noch nicht gehört. Nee, ich habe ja auch noch keine. Ich würde gerne so ein Sniper-Gewehr haben, das wäre eine absolute... Ich bin nämlich so ein Sniper-Freak. Ich habe das Sniper-Gewehr in der Hand. Es waren zwei Sniper. Ich bin totaler Sniper-Freak, also ich liebe Sniper-Sachen. Das ist... Dann hättest du das genommen. Das wäre auch meine... In der Kiste war eh noch eins. Wo? Was? Wo? In der Base. Lol. Warum sagst du das nicht? Ich hab zwei Sniper-Gewehre in die Kiste in der Base gegeben. Och Mann. Liebe Sniper-Gewehre. Wäre auch für die Leute jetzt cool gewesen. Hätte die Shotgun so habe ich vorher eintauscht gegen ein Zelt. Und Deckung geben können und so. Wäre für die Leute auch. Aber ich habe festgestellt, man kann sich nur hinknien und schießen. Man kann sich nicht hinlegen und schießen. Oh ja, okay. Z. Drück mal auf Z. Auf Z drückst, legst dich hin und kannst schießen. Genau. Ja. Bei mir hast du nicht mal das Gewehr in der Hand. Ah, doch jetzt. Episch. Ich will auch so ein Ding haben. Oh yes. Komm. Doobie 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 doobie. Wir brauchen unbedingt eine Familienkutsche. Das Spiel hat eine extrem, ja, auf jeden Fall brauchen wir die. Das Spiel hat ein extrem krasses Feeling, finde ich, wegen dem Nebel alleine schon. Ja, du musst mal am Regen warten. Und der Regen hat ja auch einen Vorteil, weil du kannst die leeren Wasserflaschen im Regen auffüllen. Ja, okay. Das ist, glaube ich, schon die Stadt da, ne? Die Gebäude, die man da jetzt sieht, oder? Oder ist das nur ein Teil fort? Nein, noch nicht. Jetzt geht's nochmal nach rechts. Rechts, links und dann sind wir eigentlich dort. Okay, wollen wir die auch noch durchsuchen, die da sind, oder? Ja, klar. Sehr gut. Lol. Halt! Da waren Schüsse. Waren wir das? Nein, da waren wir nicht. Waren wir das? Das waren wir nicht. Hm, das sind vielleicht noch andere Leute. Jo. Ja, das sind nicht wir. Oh, die scheinen aber Probleme zu haben, sonst würden sie nicht so oft schießen. Ja, oder sie treffen nicht. Kann man denen vielleicht mal helfen? Ja, wenn wir wüssten, wo sie sind. Geh rechts rein. Sehr weit weg auf jeden Fall, die Schüsse. Hier ist rechts, geht gerade zu, wir treffen uns hier vorne. Ich gehe rechts rein ins Haus. Oh Mann, ey. Nicht um. Hier kann man ja so viel durchsuchen, das dauert ja eine halbe Stunde. Essen habe ich schon mal, das ist schon mal gut. Essen findet man ja echt an jeder Ecke, das ist Wahnsinn. So. Ja, jetzt am Anfang war es noch nicht so. Ja, habe ich gemerkt, als ich das erste Tag gezockt habe, habe ich 5-6 Regale durchsucht, habe nicht eine Sache. Hier ist noch eine Machete, wenn jemand will. Falls jemand haben möchte.
Kein Fehler, Bedarf, ich habe Munition für dich. Ja, Munition ja, nehme ich sehr gerne. Oder, ach nee, welche Munition brauchst du für dein Sniper-Gewehr? Scharfschützen-Munition habe ich. Wie heißt sie denn? Ja. Moment. Ist Sniper-Gewehr-Munition. 308. Ich habe 308, ja, 21 Schuss habe ich dafür. Die habe ich nämlich schon vorhin mal gefunden, ganz am Anfang, noch vor der Aufnahme sogar. Da habe ich die auf so einem Dings gefunden, ganz viel davon. Ich lach da einfach rum. Willst du die haben? Wo ist er denn? Dann noch, bin im Haus drinne. Okay. Wasserflasche. Oh, ich habe Generatic Immunity Boosters gefunden und Antibiotika. Antibiotika ist gut. Was bringt das? Ja, du kannst dich heilen. Ah, gut. Sehr nice. Ist hier schon alles durchsucht? Das sind eh nur Klamotten, ne, wahrscheinlich. Jo. Aber Klamotten, da kann man sich wenigstens ein bisschen schöner machen. Hier ist noch ein Messer drin. Und so eine kleine Axt. Hatchet. Ist das gut? Ja. 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 Man selber auch herstellen. Okay, gut. Dann, wenn man sich das herstellen kann, nehme ich das mal nicht mit. Was habe ich dann noch? An Faden hätte ich da, falls jemand noch einen Bogen braucht. Herstellen. Bogen mache ich jetzt nicht. Ich glaube, wir haben. Wenn du noch ein bisschen Munition für mich hast. Oh, ich muss was trinken, was essen. Bisschen doof, dass dann das nicht irgendwie intensiver angezeigt wird, dass man essen muss. Das finde ich ein bisschen. Sollten sie sich mal was überlegen, vielleicht. So, ich bin hier durch. So, ich trinke nochmal was. Ah, wunderbar. Und schon geht's mir gleich besser. Oh, Wasser habe ich gefunden. Stagnant Water. Yeah. Das würde ich aber nicht trinken. Warum? Was geht dann? Was passiert dann? Weil es abgestanden ist. Und ich habe auch das dreckige, schmutzige Wasser getrunken. Ich glaube, das ist was genauso. Hier liegen drinnen in dem Häuschen. Ja, jeden Tag was im Qual. 6x Woodlengths. Brauchst du da was von noch? Na, Holz brauchen wir eigentlich nicht mitnehmen, weil Bäume haben wir genug bei der Base. Okay. Na gut. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Stadt. Ihr kennt ja schon irgendwie so bestimmte Gebäude, weil es gibt ja mal so Gebäude, wo halt so am meisten spawnt. Auch Waffen oder so. Kennt ihr da schon irgendwelche, wo das meistens der Fall ist? Nein, wo seid ihr denn jetzt? Auf der Straße? Ich bin auf der Straße jetzt, genau. Ich guck mal jetzt schon mal in die Stadt rein und würde sagen, wir beenden jetzt genau hier die Folge. Und wenn wir jetzt in diese Stadt reingucken, und das sieht einfach mega episch aus. Schaut euch das an. Es gibt einem wirklich ein extremes Feeling. Also man könnte jetzt auch hier fast schon im Film sein, wenn man es so sieht. Also das schaffen die auf jeden Fall, hier ein krasses Feeling zu geben. Finde ich sehr, sehr gut. Und ja, Dankeschön fürs Einschalten. Wenn's euch, schreibt mal in die Kommentare, was ihr bisher davon haltet. Macht Vorschläge, whatever. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.